Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir sind heute wieder alleine, das heißt, wir werden an Askers Schloss weiterbauen. Beim letzten Mal habe ich gesagt, wir müssen noch ein bisschen Wolle farmen, weil wir haben tatsächlich keine weiße Wolle mehr. Aber mir ist noch was eingefallen. Wir brauchen nämlich Blumen und ich weiß gerade nicht, welche ich nehmen soll. Im Spiel sind es nämlich Blumen mit tatsächlich mit grünen Blättern dran und die Blüten sind aber weiß und rot. Sowas haben wir nicht. Grüne Blätter ja, aber weiß und rot nicht. Da tendiere ich allerdings, weil das Rot ein bisschen mehr ist. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich tendiere. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch einfach Pfingstrosen. Gehen die überhaupt da rein? Jetzt muss ich tatsächlich mal versuchen. Ich mache jetzt mal einen Blumentopf. Wobei, ich habe ja noch hier welche. Ich hole mir einfach ein paar Blumen und stelle einfach mal welche rein. Und dann schaue ich mal. Hier die Pfingstrose. Wobei, die ist nicht rot. Rosenstrauch und Mohn probiere ich mal. Die sind beide rot. Also Mohn geht, aber der Rosenstrauch nicht. Ja, dann nehme ich den Mohn. Oder, Moment mal, ich glaube, ich möchte das hier nehmen. Was ist das da? Das geht auch. Das würde auch gehen. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Und ich glaube, es sind die Porzellansternchen. Von denen haben wir aber nur drei. Das ist schlecht. Wir brauchen irgendwas, wo wir viel haben. Oder viel farmen können. Und ich weiß nicht, wo es die gibt. Das ist echt blöd. Ich könnte auch Pfingstrosen nehmen, so als Mischung rot und weiß, ergibt rosa, gemischt. Könnte ich auch machen. Würden die denn da reingehen? Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt ziemlich blöd. Ich wollte schon wieder mit E springen. Das ist echt blöd. Flieder geht vermutlich auch nicht. Das sind diese zweistöckigen Blumen. Aber wie ist es mit einer rosa Tulpe? Wobei, rosa Tulpen können wir hier nicht farmen. Oder allgemein Tulpen können wir nicht farmen. Das würde gehen. Ich lasse die gleich mal hier. Nee, ich glaube, dann nehme ich... Ich glaube, dann nehme ich... Wobei, ich weiß nicht. Was nehme ich nur? Margerite könnten wir farmen, aber das... Nein. Porzellanstädtchen hätte ich gerne. Wo? Ich schaue jetzt mal nach. Wo gibt es das? Porzellansternchen. Im Minecraft-Wiki. Und ich habe es natürlich falsch geschrieben. Ich habe es mit einem L geschrieben. Ah, und schon bin ich wieder richtig. So, Porzellansternchen. Wo sind die denn? Da. Die gibt es auf einer Ebene, Sonnenblumenebene und im Blumenwald. Die gibt es nicht im Sumpf, im Wald oder im Rest. Ein Blumenwald habe ich persönlich noch nicht gefunden oder ist mir nicht zumindest aufgefallen. Eine Sonnenblumenebene haben wir hier auch nicht. Aber auf einer Ebene. Ich weiß nicht. Wie viel bräuchte ich denn für den Anfang? Bräuchte ich sowieso nur drei. Wisst ihr was? Ich nehme die einfach mal mit. Oder wisst ihr was? Ich farme sie. Ich nehme Knochen mal mit. Ich versuche sie zu farmen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem... Ich bräuchte auch wieder Stein. Dann holen wir jetzt nochmal kurz Stein. Ich glaube, hier ist der... Nein, hier ist der aktuell drin. 1, 2, 3, 4 nehme ich mal, 5 nehme ich mal mit.
So. Ach, da ist nur kein Platz mehr. So. Ah, da wird es auch schon dunkel. Wisst ihr was, dann gehen wir schnell schlafen. Wir sind sowieso, waren schon eh nicht mehr lange. Ich könnte auch das hier machen, aber da müsste ich den Teppich weiter weg machen. Das ist blöd. Wegen denen da. Wenn man die Blume, Blumen auf sowas mal drauf machen könnte, das wäre besser, aber naja. Ich will schlafen. Hallo, schlafen. Ich habe jetzt echt ein Ei durch das Glas aufgefangen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Nein. Das war ein solches. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. Jetzt geht es. Jetzt haben wir hier nochmal einen. So. Dann gehen wir jetzt. Boah, ich weiß nicht. Ich würde auch gerne reparieren. Weil die Stiefel und der Brustpanzer schon ziemlich kaputt sind. Mal sehen, was wir da machen können. Ich hoffe, der Amboss hält das doch aus. Machen wir erstmal den Eisenbrustpanzer. Das hat er noch ausgehalten. Und jetzt habe ich aber kein Eisenbarren mehr dabei. Na toll. Dann. Ach, ich wollte das ja ganz machen. Da muss ich das Zeug erstmal wieder ablegen. Naja. So. Wobei, ich hau den Stein hier rein und den nehme ich dann mit, bevor ich losgehe. So, mit was fange ich jetzt an? Ich hole mir jetzt erstmal Eisen, repariere dann meine Stiefel und dann. Und dann hole ich erstmal die Wolle. Also mach da einmal kurz Ernte und Schlacht-Ding da. So. Das heißt, das hier lege ich erstmal noch weg. Auch den Lapis Lazuli lege ich vorerst noch weg. Den Ton, Ziegel lege ich auch erstmal noch weg. Stiefel dann. Den Bruchstein lege ich auch erstmal noch weg. Eisen wollte ich. Zack. Und dann. Weiß ich nicht mehr. Jetzt machen wir erstmal unsere Tour. Nein, jetzt reparieren wir erst, dann machen wir unsere Tour. Eins nach dem anderen. So, erst müssen die Stiefel repariert werden. Immerhin, wenn man keine Stiefel mehr anhat, da tut das Laufen auch ein bisschen weh, oder? So, und ich habe jetzt das ganze Zeug zum Züchten nicht mitgenommen. Naja. Egal. So, da ist nichts im Wasser. So. Dann haben wir das. Machen wir ein bisschen schneller jetzt. Da ist was im Wasser. So. Dann haben wir das. Dann hier Weizen. Der nächste. Ist da was im Wasser? Da ist was im Wasser. Und plopp.
Oh, das nächste. Da ist nichts im Wasser. So, dann kommen als nächstes, machen wir hier Karotten. Ich glaube, wir haben Karotten und, was? Der hat meine Karotten kaputt gemacht. Da waren noch zwei Stück. Wo kommt der her? Es ist Tag. Ist er unter den Bäumen gespawnt oder was? Mann. Naja. Wenigstens haben wir jetzt zwei Karotten und Kartoffelfelder. Und ich dachte noch so, was tut denn da so? Was macht diese Kiesgeräusche? Diese hier. Dachte ich, bin ich auf dem Kies, aber ich bin ja auf Baumstümpfen. Und dann kommt er plötzlich, der Herr der Creeper. Naja. Da ist nichts im Wasser. So, aber hier ist was im Wasser. Ist die Wasser Wasser? Nein. Okay, was kommt als nächstes? Machen wir mal Melonen und Kürbisse. Okay, das ging schnell. Und jetzt noch die rote Beete. Oh, ich glaube, ich bin gerade gelaufen. Kann das sein? Ich hoffe nicht. So, rote Beete Samen. Und hier auch nochmal. Okay, dann hätten wir das. Was machen wir jetzt nächstes? Dann gehen wir jetzt erstmal. Gehen wir erstmal zu den Hühnern. Hier sind Kaninchen. Oder Kaninchen. Zu den Kaninchen wollte ich zuerst. Wieso sind da wilde Kaninchen? So, es gibt Futter. So, hier auch. Ihr kriegt alle noch. Oh, ich glaube, das war ein kleines. Naja. So, ich weiß nicht. Mir ist das irgendwie noch ein bisschen zu klein. Auch wenn da hinten. Aber wisst ihr was? Dafür töte ich einfach die, die hier draußen frei herumhoppeln. Erwischt. Und du bist im Wasser. Was? Okay, das waren zwei. Aber ich möchte die tatsächlich noch ein bisschen drin lassen. Es sieht nach so wenigen aus. Meine Vergleich, die sind ein bisschen kleiner als Hühner, aber Hühner haben wir auch so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Aber ich glaube, ich möchte sie jetzt mal noch nicht. Ich lasse sie noch. So, jetzt aber die Hühner. Ach, das mit dem Schild ist irgendwie auch ein bisschen blöd. So. Ich brauche keine Eier. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So. Dann Schweine. So, was war nochmal für Schwein? Ich glaube, das waren auch Karotten.
Yep. So, noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. War gut, dass wir vorher repariert haben, weil die Erfahrungspunkte jetzt mehr wert sind. So, eins. Eins. Zwei. Drei. Na? Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Dann sind die Kühe dran. Lass mich rein. Aber nicht so viele. Ich habe zu viele Eier. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hier gespawnt. So. Kommt schon. Ihr wollt doch alle ein bisschen was zum Essen. So. Jetzt noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Level 20. Okay, ich glaube, das reicht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Waren das gerade zwei? Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Ich glaube, ich habe da zwei getötet. Ich dachte, man macht immer nur Schaden an dem Hauptgegner, den man angreift. Aber ist offenbar nicht so. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr, also müssen wir erstmal was ablegen. Ach, hast du dich plötzlich auch entdeckt? So, dann kommen die Schafe dran. Wow. Toll. Ist jetzt zufällig noch irgendwo ein Creeper oder sowas? Nein. Und nach den Schafen weiß ich noch nicht, was kommt. Zuckerrohr fehlt auch noch. So, zack. Ah, okay. Was habe ich hier? Kürbiskerne. Ach, ich habe die Kürbisse mitgenommen, deshalb sind da gerade keine. Kartoffeln sind auch voll. Ich glaube, die Essenskiste ist bald voll. Melonen sind auch voll. Okay, Kürbis habe ich hier nicht. Die kann ich ja dann in die Endertruhe machen, denn die unsere Lebensmitteltruhe ist tatsächlich voll.